Bibi, Bibi. Where's Iran? Nein, nicht der. Bibi. Vielen Dank, Bibi-Lein. Nicht die. Bibis Beauty Palace. Die. Bibis Beauty Palace hat ein Musikvideo produziert. Und das Internet rastet vollkommen aus. Bibis Beauty Palace hat aktuell 4,47 Millionen Abonnenten. Sie ist eine der bedeutendsten Influencer in Deutschland. Und sie bekommt gerade voll den Shitstorm. Und das ist auch gut so. 24 Stunden, 1 Million Dislikes. 1 Million Dislikes. Ich möchte aber überhaupt nicht auf Bibi rumreiten, wie Julian Bam das macht, ziemlich gut macht. Würd so gerne Sänger sein, nur kann ich gar nicht singen. Wieso wir trotzdem Leute brauchen wie die Bibi, das möchte ich erklären. Internet. Das ist das Internet. Das Internet besteht aus Bildung, Kommunikation, Shopping und Unterhaltung. 1% der Menschheit höchstens produziert und 99% konsumiert. Das gilt für Bildung, Unterhaltung und Shopping. Aber Kommunikation ist Kommunikation. Und ich verstehe die Idee. Kommunikation durchaus auch ein Teil der Unterhaltung. Das heißt, wenn so eine Frau wie die Bibi ein grottenschlechtes Also wenn so eine Frau wie Bibi ein Musikvideo macht, das ungefähr so gut ist wie unter den 18 Millionen Aufrufen, haben 1 Million Leute gesagt, das Video ist schlecht. Der demokratische Prozess, wieso ich das Internet so sehr mag. Denn obwohl weiterhin nur 1% produzieren und 99% konsumieren, haben die 99% mehr Einfluss auf den Content als jemals zuvor. Und auf diese Weise gestalten wir eigentlich alle, wenn auch ein Großteil passiv, das mit, was wir eigentlich zu sehen, was uns als Gesellschaft im Internet formt. Du bist, was du siehst. Du bist, was du liest. Du bist, was du denkst. Bibi, wir brauchen dich. Nein. So, die Leute können auf jeden Fall durch ihre Kommunikation auch darauf einwirken, wie Unterhaltung funktioniert. Sie können den Content quasi mitgestalten, obwohl sie ihn nicht produzieren. Schminkvideos für 12-Jährige, sehr grenzwertig. Aber Bibi, bitte, bitte mach noch einen Song. Was denkt ihr? Danke fürs Zusehen. That's just how it is.